Heute werden wir über das Thema Distanz Lernen sprechen. Zwei Schüler aus der IB Selznow wurden zum Thema Distanz Lernen befragt. Jetzt gebe ich das Wort an meine Klassenkameradin Nuscha. Hey, habt ihr gleich eine Minute Zeit? Ja, gerne. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen über das Thema Distance Learning. Okay. Und zwar, wie habt ihr die Distance Learning zu Hause verbracht? Eigentlich ganz gut. Mhm. Wir hatten sehr viel Zeit, unsere Hausübungen zu erledigen. Und manchmal hatten wir Livestreams mit den Lehrern, was ganz okay war. Und Ja, es war halt ein bisschen anstrengend, aber wir haben es irgendwie geschafft, weil wir uns gegenseitig geholfen haben. Okay, ja, das war schon ein bisschen. Und was sind für euch die Vor- und Nachteile von Distance Learning? Also wir hatten viel Zeit für die Hausübungen, das war mal ein Vorteil für uns. Und wir konnten uns auch schlafen, was gut war. Okay. Nachteile sind, Nachteile, dass man nach einer Zeit den Pfad verloren hat und man ist einfach durcheinander gekommen. Genau. Das war's. Ja, danke. Tschüss.